Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr den Triumph parakausale Geometrien abschließen könnt. Wie ihr wisst, sind das zwei Würfel, die wir in verschiedenen Orten finden. Der eine hat ein rotes Dreieck drauf und der andere einen türkisen Kreis. Diese zwei muss man abschießen, aber diese kann man nicht einfach so abschießen. Dafür braucht man quasi einen Geist. Dieser Geist zeigt uns dann, wo wir anfangen und wo wir dann in der Nähe diese zwei Würfel finden können. Wenn wir diese zwei Würfel miteinander verbinden, dann haben wir quasi einen geschafft. Und somit müssen wir Schritt für Schritt alle 11 Stück finden und abschießen. Diese können wir aber nicht einfach so abschießen. Ihr braucht dafür einmal eine Strangwaffe und eine Solarwaffe. Ihr könnt natürlich auch eine leere oder Akkuswaffe hernehmen. Ich habe es mit einer Strang- und Solarwaffe gemacht, damit ihr diese zwei Würfel verbinden könnt. Und beide Würfel müssen in einer Sichtlinie sein, damit die Linien nicht unterbrochen sind. So, dann kommen wir zu dem, wie können wir überhaupt diese Geister aktivieren. Und damit müssen wir auch schon wieder zu Mikas Leitung, denn dort brauchen wir einen bestimmten Quest oder Beutezug, wie man es auch nennen möchte, und zwar allein in der Dunkelheit. In meinem letzten Video habe ich schon erklärt, wie ihr zu dieser Quest kommt, also wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, schaut euch gerne das Video nochmal an. So, also wir brauchen einmal allein in der Dunkelheit diese Quest und wir sehen, wir haben Geister geborgen. Und mit diesen Geistern können wir diese Würfel aufspüren. Diese werden dann auf der Karte angezeigt und wir können dann dort hinfahren. Und nur wenn ihr diese geborgenen Geister habt, nur dann könnt ihr auch diese Würfel aktivieren. Diese Würfel kann man nicht so aktivieren. Wie gesagt, ihr braucht unbedingt diese geborgenen Geister. Diese Quest müsst ihr dann öfters abschließen, um die geborgenen Geister zu bekommen. Und jedes Mal, wenn ihr einen abschließt, dann wird euch nochmal ein neuer Ort auf der Karte angezeigt und ihr könnt dann das Ganze abschließen. So, das ist eigentlich schon alles zu dem Thema. Wenn ihr noch wissen wollt, bei einem Standort, welcher Würfel wo ist, weil ihr gerade keinen findet, werde ich euch trotzdem nochmal alle Würfel mit dranhängen. Also wenn euch noch einer fehlt, könnt ihr gerne noch weiterschauen und gucken, wo der ein oder andere Würfel ist. Der Weg ist eigentlich ganz easy. Es wird sowieso immer angezeigt, wo ihr hinfahren müsst. Ihr könnt da einfach mit einer Questverfolgung dorthin fahren und dann müsst ihr quasi nur die Würfel finden und dann die verbinden. Aber für den einen oder anderen, wer es noch braucht, zeige ich euch einmal nochmal, wo sich die Würfel genau befinden. So, meine lieben Freunde, das war's aber jetzt auch schon von mir. Ich werde mich jetzt ausklinken. Euch noch viel Spaß mit den Würfeln. Abonniert doch gerne meinen Kanal, schaltet die Glocke ein, um weitere Videos nicht zu verpassen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Ich schalte mich ab, euer Gamer Impuls.